Und im Rennen, man sieht es ja, haben wir alles Mögliche vorbereitet. Hier haben wir die Startaufstellung. Und ja, große Überraschungen kann es da noch nicht geben, denn Meisterschaftsplatzierung, naja, doch, wenn man sich ansieht, 18. Der erste ist nur auf Platz 7. De La Vera, Entschuldigung. Das ist, glaube ich, die größte Überraschung, dass der nicht so weit vorne ist. Ansonsten muss man sagen, sind wir als WM-Zweiter ja auch nur auf Platz 19. Das ist natürlich schon ja, nicht so gut. Und der fünfte der WM ist 20. Ansonsten sind wir hinten in bester Gesellschaft. Der 23. ist aber 23. Sowas finde ich mal ganz witzig. Kommt wahrscheinlich später häufiger vor. Am Anfang der WM natürlich nicht so. Und wenn wir jetzt mal gucken. David Schumacher, da ist er. So, wir gucken mal, was drin ist. Ja, das war schon mal ein guter Start. Ein Platz gewonnen. Ist jetzt nicht unbedingt der Raketenstart schlechthin, aber es geht auch schlechter. Und schon haben wir einen Platz gewonnen. Und sind drauf und dran, ja, vorne auch noch anzugreifen. Ja, wir müssen viel über Strategie machen, viel über Taktik. Das ist unsere Chance, gute Punkte zu holen. Ah, jetzt müssen wir verteidigen. Jetzt werden wir hier angegriffen. Das war natürlich doof. Jetzt sind wir 19. und 20. Ja, die Position ist besser. Sehr schön. Ja, und letztendlich macht der Fahrer den Unterschied hier. Das finde ich eigentlich auch besser. Das ist in der Formel 1 zum Beispiel nicht so. Da kann der beste Fahrer im nicht besten Auto sitzen, hat keine Chance. Siehe Alonso, einer der besten Fahrer der Welt und hat in der echten Formel 1 keine Chance. Das ist hier natürlich anders. Aber das bedeutet auch, fahrermäßig werden wir uns nächstes Jahr wahrscheinlich etwas anders positionieren müssen. Obwohl, man muss jetzt schon sagen, oh, der erste ist ausgefallen. Man muss schon sagen, Gomez fährt gar nicht so schlecht. Auch wenn das jetzt gerade sehr auf Benzin geht. Ja, sehr schön. 16. Platz. Ja, es kann sich sehen lassen, was Gomez da macht. 15. Ja, sehr schön. Damit bin ich zufrieden. Das ist natürlich unser Wunscherleben. Schöner Kirschbaum da gewesen. Und ja, also für Gomez sehe ich wieder Chancen. Anthony ist letzter. Da sieht es dann halt schwierig aus. Ah, jetzt haben wir vielleicht nicht die beste Position hier, oder? Ja, doch. Und es reicht doch noch, oder? Ah, es ist sehr verwinkelt hier. Man muss hier aufpassen. Man kann auch schnell Plätze durchs Überholen verlieren, natürlich. Jetzt geht es über den 8-Bogen. Oh, da kommt der Schwarze wieder. Es ist Gutierrez. Der hat uns jetzt. Jetzt hat es Gutierrez. Ohne Wenn und Aber. Da kann man außen besser überholen. Aber ich mache mir noch keine Sorgen. Wir sind noch wirklich sehr gut aufgestellt. Auch was die Reifen betrifft. Und das ist vielleicht so der Knackpunkt, die Reifen. Wenn wir die gut managen können, ist da viel drin. Wir sind hinter Gutierrez. Und jetzt greifen wir sogar Gutierrez an. Na, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Jetzt wird es gefährlich. Ja gut, jetzt haben wir wieder einen Platz verloren. Ja, es geht so hin und her und jetzt verlieren wir noch einen Platz und noch einen. Ja, das ist natürlich jetzt ganz schlecht, was Gomez macht. Haben wir ihn die ganze Zeit gelobt, hat er sich gut verhalten. So hat er jetzt viel, viel falsch gemacht. Anthony mittlerweile 20. Sehr schön. Ja, die Reifentemperatur sieht immer noch top aus. Dagegen kann man nichts sagen. Ja, sehr schön, Gomez. Ja, unser Ziel muss es sein, lange zu fahren. Oder strategisch zu gucken, was ist möglich. Was brauchen wir denn auch an Fahrzeit? Vielleicht macht es gar nicht unbedingt Sinn, nur lang zu fahren. Man muss natürlich auf alles achten. Wir verlieren wieder einen Platz. Da hat Gomez wieder mal nicht aufgepasst. Oh, Gomez.
Ja, und Anthony versucht da auch anzugreifen. Ja, Gutierrez schon 14. Also Gutierrez macht das richtig. Aber wie gesagt, ist natürlich auch ein besserer Fahrer. Das kann man nicht so vergleichen. Anthony ist 19. Ja, also es läuft gar nicht so schlecht. Auch wenn wir nicht vorne sind, das ist halt jetzt in der ersten Saison so. In der zweiten werden wir mal gucken, was möglich ist. Da werden wir sicherlich mal schauen können, ob wir uns nicht Richtung Mittelfeld bewegen. So, und dann gucken wir mal auf die Meisterschaft. Da sieht es dann schon so aus. Schon krasse Veränderungen. Und auch hier eine deutliche Veränderung. Ja, und die Nummer 1 fährt weg. Das ist Cohen. Und wir müssen mal gucken. Runde 7. Am Ende ist jetzt die Frage. Platz 22, Anthony. Was ist denn mit Anthony los? Oh, die Reifen überhitzen. Die Reifen überhitzen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Da habe ich nicht aufgepasst. So. Das ist schon sehr wichtig, dass die Reifen halten. Es ist zwar ein sehr langes Rennen, aber wir müssen ja nicht unnötige Boxenstopps am Ende machen. Ja, dieser Wert ändert sich hier meiner Meinung nach zu schnell, diese aktuelle Form. Und er bringt keine Spitzenleistung, das ist natürlich schlecht. Ja, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kühlung. Ja, Gomez bekommt natürlich jetzt seine Chancen gleich noch. Ja, unser Verschleiß ist jetzt nicht so viel schlechter wie bei den anderen oder besser. Ah, Gomez. Wie gesagt, er stellt sich nicht besonders geschickt an. Das muss man halt sagen und muss jetzt aufpassen. Hinter ihm ist Roy und Roy greift an. Roy möchte es wissen. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, reifenmäßig gibt es schon Gutierrez zum Beispiel, der langsam aber sicher einen höheren Verschleiß hat. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, aber ansonsten sind alle sehr gleich auf und die weißen Reifen halten doch deutlich länger und sind im Endeffekt gleich schnell. Also das ist halt das Gemeine, dass sie gleich schnell sind. Ja, Gomez hält sich auf Platz 16, 22 für Anthony. Und wir haben Benzinüberschuss. So, Gomez über die Linie ist jetzt hinter Rutte. Ja, da muss man mal gucken. Das ist halt wichtig, da mitzuhalten. Und zuzuschlagen, wenn es notwendig ist. Ja, man muss gucken, ob man Anthony dann nicht früher reinholt, wenn er eh da hinten festhängt. Was vielleicht Sinn macht, sind auch zwei verschiedene Strategien zu fahren. Gerade für ein Team, was vorne nicht mitfährt, macht es vielleicht Sinn. Man weiß nie, wann kommt ein Safety Car oder irgendwas anderes, woraus man Profit schlagen könnte. Ja, also ist Vorbereitung alles. 48 Runden noch. Das heißt auch 11 Runden gefahren. Ich bin mir sicher, in den nächsten 6 Runden werden die ersten drin sein, so um die 17. Runde. So, Gomez, 1,9 gibt er sich. Ja, Tempo ist minus sogar, also persönliche Bestzeit heißt das. Ja, und er ist jetzt direkt vor Krütten, hinter Krütten und versucht da jetzt natürlich auch Fuß zu fassen und vorbeizukommen. Ja, und Anthony hat einen Platz gewonnen. Sehr schön, es geht wieder vor. Ja, 2,1 gibt er sich Mühe. Das ist natürlich nicht die Welt.
ich finde, das Ergebnis ist schon gut. Also das Ergebnis ist ein gutes. Wie gesagt, man dürfte nicht vergessen, wir haben kaum Chancen im Normalfall. Und wenn wir Kohlen uns angucken, wo der hängt, Wahnsinn. Ansonsten ist das Feld noch ziemlich dicht beieinander. Und ich würde sagen, bis Platz 2 ist noch alles drin. Ja, er steckt 4 Runden hinter Kruten fest. Die Frage ist, bringt es irgendwas, ihn vorbeizunutzen? Wir können es ja mal versuchen. Er darf auch mal ein bisschen mehr Gas geben. Ob es irgendwas bringt, ich weiß ja nicht. Tendenziell glaube ich eher nicht. Ich glaube, die Pace ist sehr ähnlich. 2,5 im orangenen Bereich. Ja, mehr Motorleistung hast du jetzt. Jetzt liegt es halt an dir, Gomez. Da hat es aber gehakelt. Aber gut, es gehört halt dazu. So, hier rum. Ja, und jetzt geht's gleich wieder zur Spitzkehre. Aber wie man sieht, sieht man nichts. Und ja, vorbei kommt man da halt nicht. Vorbei kommt man nicht. Und die 1 ist so weit weg. Unglaublich. Hat aber auch schon größere Reifenprobleme. Ja, wir müssen gucken. Wenn wir jetzt reinkommen, dann bedeutet das 15, 30, 45. Ja, das ist schon krass. Also der Reifenverschleiß. Boah, wir müssen mal gucken. Also unser Ziel muss natürlich sein, möglichst einen Stopp weniger zu machen oder aber früher zu kommen. Das geht natürlich genauso. Wäre für ihn vielleicht eine Möglichkeit, für Anthony. Dass wir Anthony... Wir machen das mal. Anthony holen wir rein. Teilezustand ist noch top. Und dann darf Anthony in die Box. Ruhig mal 2 Runden eher als erwartet. Dürfte dann ja freie Fahrt haben und dann vielleicht eine Chance haben, nach vorne zu kommen. So, da ist er drin. Boxenstopp ist top. Raus geht's. Ja, und jetzt könnte Anthony natürlich versuchen, Plätze zu gewinnen. Da muss man natürlich mal gucken. Und bei Gomez sehe ich jetzt keine Chance. Der muss jetzt natürlich erstmal Benzin sparen wieder. Oh, jetzt muss er aufpassen. Jetzt hat Gomez einen Platz verloren. Ja, stellt sich die Frage mit Gomez. Was ist mit Gomez los? Ihn vielleicht auch früher reinholen. Vielleicht ist das der Trick. Eher reinholen. Die ersten kommen schon. Ja, der Vorteil ist natürlich ganz klar. Der Vorteil ist ganz klar, dass man mit den frischen Reifen schneller ist. Ja, und da ist der Kollege schon. Und jetzt heißt es ein bisschen Power machen. So, beide müssen jetzt ein bisschen aufs Benzin achten. Gomez darf noch ein bisschen länger feuern, weil er natürlich die weicheren Reifen hat und ja, keine andere Chance hat aufzuholen. Ja, und es sind viele in der Box. Das ist schon schlecht. Eine Runde eher hätten wir kommen sollen. Hätten wir viele Chancen gehabt, aber so sind wir doch nur wieder hinten. Ja, und jetzt heißt es hinterherfahren erstmal. Ja, dann war der frühe Stopp vielleicht doch ein Fehler. Und viele sind auf weiß. ...0,0 schätzt er sich ein. Okay. Ja, 45 Sekunden ist auch der Rückstand auf den Führenden. Also das natürlich jetzt aufgrund des Boxenstoppes, ganz klar.
Das wird sich gleich relativieren, denn auch Cohen muss natürlich rein. Schumacher ist übrigens Zweiter jetzt durch die Boxenstops.